Hallo und herzlich willkommen, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Es freut mich, dass Sie auch diesmal wieder eingeschaltet haben zu Steine im Weltall. Wer bin ich? Ich bin Franz Josef Dickut, mehrfacher deutscher Meister im Brettspiel Go. Und das machen wir heute auch, nämlich Go spielen, und zwar auf dem Fox Go Server. Ja, also Online-Partien. Und da suchen wir uns jetzt mal einen Gegner. Start to play. Ja, und das hat schon geklappt. Mal schauen, ob der auch spielen will. Und wo spielen wir dann? Spiel mal hier. Vielleicht geht er ja dann den offenen 3-4-Punkt hier an. So, dann könnte ich niedrig angreifen. Und wir schauen mal, was passiert. So, dann mache ich einen Shimari. Und bin eigentlich nicht unzufrieden mit der Stellung, aber was mache ich jetzt? Spiele ich jetzt hier? Oder spiele ich da, gebe Atari und mache dann irgendwie eine Art Ausdehnung? Vielleicht versuchen wir das mal. Wer jetzt hier spielt, was mache ich dann? Hier spielen und in der Ecke leben. Oder hier spielen. Und wenn er da blockt, hier hochstrecken. Ist dann ja auch irgendwie ein bisschen Stärke in die Richtung, aber halt noch irgendwie keine richtig lebendige Stellung, so mit Augenraum und so. So, so, so. Dann gibt er einmal Atari, spielt dann hier und schließt mich vielleicht sogar ein. Dann muss ich da spielen. Vielleicht deckt er auch hier. Dann muss ich irgendwie hier was machen, dann kann er noch ein paar Mal weiterschieben, ne? Aber trotzdem, ich will jetzt erstmal die Punkte in der Ecke haben. Und hoffen, dass er den nicht spielen kann. Macht er. Einmal, zweimal, dreimal. Schiebt weiter mit. Der schiebt einfach bis zum St. Nimmerleinster. Ja, trotzdem, hier müssen wir erstmal raus. Kann er das Atari geben? Ja. Macht aber noch nicht. Wenn ich hier spiele, er spielt da Atari. Ich ziehe raus, er spielt da. Ich gebe hier Atari, er deckt hier. Dann müsste ich hier irgendwie leben und habe da trotzdem schwache Steine. Ich möchte eigentlich hier weiter rausziehen. Ach, warum haben wir denn jetzt schon wieder so eine komische Stellung? Weiß keiner, ne? Na, strecken wir nochmal. Jetzt hier spiele. Ist immer noch nicht gut für mich, ne? Ja, kann man machen. Nicht hier jetzt umbiegen. Oder hier springen, ja, spielt einfach da, ne, und ich muss trotzdem zurückkommen. Also umbiegen, er schneidet, ich ziehe zur Seite, er streckt hoch, ich springe hier, er spielt da. Ein paar Mal, und dann kann er irgendwie immer noch hier spielen, ich spiele da, er spielt hier, ich habe 1, 2, 3, 4 Freiheiten, er hat 5. Das wäre ja nicht so gut. Wir biegen hier mal um. Zur Not opfern wir die und er muss die rausfangen oder so, hoffe ich zumindest. Und ich kriege hier irgendwie Einfluss dafür. Schön ist anders.
Schön ist definitiv anders. Sieht ja immerhin schon so aus, als würde ich in der Ecke ein bisschen was zurückkriegen. Die nicht gefangen werden. So, da können wir Co. spielen, oder? Yoyomi now starts. Nine, eight, seven, six, five. Ja. So. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Na, den spielen, ne? Das war nicht gut. Warum spiele ich immer Züge, die nicht gut sind? Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Two Yoyomis left. Warum habe ich nicht statt dieses Zuges einfach, wie ich ursprünglich vorhatte, hier gespielt? Nine, eight, seven, six, five, four, three. Da, dann kann er einwerfen, Atari geben. Ich denke, er spielt hier, hier, hier und ich komme da nicht mehr raus, ne? Katastrophe. Mal wieder eine komplette Katastrophe. Six. Five. Nine, eight, seven, six, five. Können wir aus der Partie noch irgendwas machen? Glaub fast nicht. Er sieht das ähnlich, glaube ich.
Das hier sind 12 Punkte, 15, 20, 25, 30. Ja, und dann hier nochmal ein bisschen Einfluss. Fast 40 Punkte wert das Ganze. Hier dann nochmal 15. Das ist schon eine Menge. Ich habe hier oben in der Ecke vielleicht 20 bis 25 Punkte, hier unten vielleicht 15, ne? Ist insgesamt nicht so viel. Mache ich mir die Partien eigentlich immer selbst so schwer? Das weiß keiner, ne? Das weiß keiner. Nine, eight, seven, six, five, four, three. Also nochmal nachzählen hier. 12. 15, 25, 30, 35, fast 40 mit Komi 45, hier nochmal 5 sind 50 und jetzt hat er hier noch ein bisschen was, ne? Ja, kann man machen. Aber wenn ich hier unten jetzt 30 habe und hier oben diese 20, dann muss ich ja vielleicht noch nicht aufgeben. Vielleicht lässt sich hier ja auch noch was kombinieren, wenn ich da irgendwo so einen Zug hin bekomme, der da was droht und vielleicht in der Ecke wieder was möglich macht. Aber das wird nicht einfach. Was haben wir hier? Der? Nicht wirklich, ne? Nine, eight, seven, six, five, four, three, two. One. Eigentlich sogar Your union dünner, now als ich starts. dachte, dass ich bin, ne? So ein Zug hier. Dann droht da ja wieder was. Und wenn er den rauszieht, dann habe ich hier ja auch wieder nur Probleme. Minu. Ist dämlich da oben, ne? Nine, eight, seven, Dieser Zug. six, five, four. Vorher Three, wahrscheinlich auch schon two. nicht allzu schlau, aber immerhin noch nicht so dämlich wie hinterher dann. So, jetzt müssen wir ja fast schon wieder da spielen. Dieses Zuges wäre vielleicht auch besser gewesen, hier oben einfach dicht zu machen, ne? Aber hinterher ist man ja meistens schlauer. Nine, eight, seven, six, five.
Es geht, oh. Hätte er nicht da spielen können, wenn ich hier spiele Decken, da. Achso, nee, dann habe ich hier eine Freiheit mit. Okay, das funktioniert dann ja so halbwegs. Jetzt muss er ja eigentlich zurückkommen, ne? Sonst ist er auf jeden Fall tot. Vielleicht ist er eh tot. Das wäre noch schöner. Aber dann kann ich ja auch wenigstens wieder hier spielen und diese Steine retten. Hoffe nicht, dass er meine schneller fangen kann als ich seine dann gegebenenfalls. Möglich wäre es natürlich. Gut. Nein. Ja, erstmal da oben durch. Aber hier Züge spielen, die unter Umständen nicht mal Vorhand sind. Wahrscheinlich, ja, ich denke schon, dass es Vorhand ist, aber wenn er so einen Zug hier hat und dann den vielleicht, ne, keine Ahnung, vielleicht kriegt er doch irgendwie ein Dreiviertel Augen gebastelt. Ohne auf diesen Zug zu Nine, antworten. eight. So. Nein. Eight, seven, six, five, four. Ja, dass er da so einfach reinkommt, gefällt mir natürlich nicht. Schauen wir mal, ob hier was geht. So. Den Spieler ist da nicht vielleicht doch irgendwie möglich, seine Gruppe. Ich finde, das würde mir Angst machen als Weißer. Also hoffe ich, dass es ihm auch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet und das dann auch so. Schön. Okay. Ah, dann müssen wir erstmal hier spielen. Mal ein bisschen den Einsatz erhöhen. Außerdem hat man in dieser Partie auch noch gar kein richtiges Korps. Also das ist ja Eight, eigentlich keins. Da kann er seven, einfach decken. six, five, Und meine Ecke four, ist trotzdem three, tot, weil ich two, diese Steine so schön one. hergegeben habe. Two Yoyomis left. So steht ja eigentlich hier 5 zu 1, aber doch vorher 6 da. Okay, er schlägt da durch. Wow. Ja, dann habe ich ja seine Ecke gefangen. Und kann ich jetzt nicht hier sogar noch spielen? Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ja, wenn er da jetzt spielt, dann geht in der Ecke noch eventuell wieder ein Ko für ihn, ne? Aber den rausziehen kann er ja erstmal nicht mehr. Muss dann halt gucken, ob ich nach dem Zug wirklich hier sofort versuche zu trennen. Spielt da, okay, das ist ja auch interessant.
Kann ich dann nicht hier spielen? Jetzt entgleist das hier schon wieder völlig, ne? Nine, eight, seven, six, five, four, three. Wenn er hier schneidet, kann ich meiner Meinung nach erstmal den hier spielen. Wenn er dann da spielt, kann ich hier decken. Kommt er da dann irgendwie zu was? Für mich besser hier zu spielen. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Spielt da nicht ziemlich sicher. Spiele ich dann da oder mache ich irgendwas anderes? Kann ich später vielleicht den machen? Den. Hier eventuell dann auch wieder ein Squeeze, ne? Schon lieber den, glaube ich. Und jetzt müssen wir einfach die Gruppe fangen oder während die rauskommt, diese hier einsacken. Und möglichst meine hier nicht verlieren. Das ist vielleicht noch so eine kleine Nebenbedingung. Randbedingung. Ja, wird nicht einfach, ne? Einfach hier mitnehmen. 9, 8, 7, 6, 5. Da lieber hier. 3, 2, 1. Wenn er da spielt, dann müssen wir mal gucken. Ich kann dann da spielen, ne? Wenn er hier spielt, da spielt, schlage ich ja schon. Wenn er dann deckt, dann hat er ja 1, 2, 3, 4 Freiheiten immerhin. Aber genug sind das ja auch nicht. Wenn er hier rauszieht, dann ziehe ich hier raus, dann ist er da auch gefangen und er kann hier 9, den 8, Stein auch nicht fangen. 7. 6, 5, 4, 3, ist aber besser so zu spielen 2, oder gleich da? 1. Ich glaube schon den hier so. Kommt hier doch irgendwie zu glatt raus, ne? Aber ich kriege hier vielleicht ein bisschen Stärke, womit er dann eben hier auch nicht ganz so viel Gebiet mit einem weiteren Zug machen kann. Mir das vielleicht sonst könnte. Ja, und dann hat er halt immer noch hier die, wie viel waren das eben? 35 Punkte. Hier nochmal geht's gut. 10, 15, da sind auch wieder 50, ne? Und das und Komi. 60 Punkte brauche ich Minimum. Ich habe jetzt hier ein paar Punkte in seiner Ecke gemacht, so weit, so gut, aber so viele sind es auch wieder nicht. Ja, vielleicht 50 Punkte da. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schauen wir mal, was am Ende überbleibt.
das denn jetzt? Will er da wirklich Co. spielen? Das mir gar nicht vorstellen. Ich sollte hier zweimal Atari geben, bevor ich die Treppe zum Rand drücke. Weil sonst kann er hier wieder schneiden und Nine, nochmal zwei eight, Steine mehr mitnehmen. seven, six, So five, dramatisch wäre das auch four, nicht. three. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Sogar noch mal. Das verblüfft mich jetzt wirklich doch ziemlich. Eigenartig. Also das Co, wie gesagt, wenn er da einfach deckt, habe ich ja eigentlich nichts. Ne? Vielleicht irgendwann mal hier noch so ein Zug, so ein Kikashi, aber antwortet er da und wir haben ja noch nicht wirklich was gewonnen dadurch. Nine, eight, seven, six, jetzt hier irgendwie five, einmal einen Zug four, quasi three, for two. Free zu kriegen, muss dann doch eigentlich ganz okay sein, dachte ich. Und hier können wir die Partie noch wieder richtig schön kompliziert machen. Die vielleicht opfern, die dafür kriegen oder die oder irgendwie sowas. Na gut, er kann jetzt hier unten umbiegen. Dann da Atari geben. Mal umbiegen. Oder nehme ich hier auch. Ne? Und mit dem Zug will ich ja eigentlich hier durchtrennen. So, das lässt er nicht zu. Nicht so einfach jedenfalls. Na komm, wir schließen die Gruppe ein und gleichzeitig hoffen wir hier auf irgendein Kunststück. So, da, da. Ganz oben unangenehm werden, ne? 9, 8, 7. Immer mal hier, wenn er den spielt hier, wenn er das Doppelatari gibt, schlage ich hier einfach. Er muss dann da schlagen, oder? Und dann kann ich hier wirklich mal zuschlagen. Hier spielt, ja. Dann wird es nicht ganz so einfach, aber dann verbinde ich einfach unten rum, ne? Hier spielt. Dann müssen wir uns das Ganze nochmal angucken. So macht er das gut. Ja, dann so wie geplant. Punkt. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt eigentlich hier ordentlich Züge dafür schon bekommen, dass er da ein paar Steine hat. Ja, da anbinden. Ja, gut, er muss nicht unbedingt hier rausstrecken. Aber ich hätte es schon gemacht. Rückzieht, ist es nachhandeln. Okay. So, jetzt muss man ja fast davon ausgehen, dass das einfach lebt, was er da stehen hat. Aber, ne, komm, einen Zug brauchst du da doch noch, oder? Ja. Zwölf, 15, 20, 25, 28. 30 jetzt aber eher nur noch.
Also 30, 40, 45, 50 und dann nochmal was hier. 60 Punkte vielleicht, ne? Ah, wie Punkte habe ich denn in der Zwischenzeit gemacht? Hier die Ecke vielleicht, aber da hat er auch noch wieder den hier oder zumindest den. Sind das nur 10, 15 8, Punkte? Wir waren es ja vorher eigentlich 6, auch. 5, 4. Da. Will er da spielen und hier? Da hat er doch jetzt irgendwie nichts. Hier Freiheit. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Da spielt, dann habe ich eine, zwei, drei, vier, oder? Ja, bin ich doch eine schneller, ne? Ui, ui. Ausgelesen war das auch nicht von mir, aber von ihm anscheinend zum Glück auch nicht. Und da habe ich dann hier zumindest diesen Zug hier bekommen. So, was ist da jetzt Sache? Was kann er da noch wieder raus verbinden, sagt er? Vielleicht. Nur einfach hier. Decken dann da. 8, 7, 6, 5, das hat Tari gegeben, ne? Ne, dann spielen wir den und gucken, wie er hier oben rauskommt. Lässt sich da ja nochmal was machen. So, also 30, das und Komi 40. Dann hat er hier irgendwie 50, ja, knapp 60 Punkte. Kriege ich 60 Punkte? 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23. Gut. Ich denke, das könnte reichen am Ende. Insbesondere, wo er sich hier gerade so ein bisschen abarbeitet. In komischen Stellungen. Jetzt habe ich da leider keine Chrono. Ein bisschen schade. Aber ich kann ja auch erstmal hier spielen. Was ist mit der Gruppe eigentlich? Gut, das ist Vorhand für ihn. Nine, eight, wahrscheinlich kriegt er da seven, zwei Augen. Six, five, four, three, two, one. Aber wenn nicht, und außerdem ist das hier auch erstmal nur Co. Ich finde, im Moment läuft's.
Ja. Der da spielt, dann hat er wieder eventuell was, ne? Das würde mir nicht so gut gefallen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Der ist jetzt noch eine Vorhand oder eine Kodrohung, dann da hier wahrscheinlich schon noch ein paar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sich auf so eine Last vielleicht nicht Yoni. antworten, wenn ich da schlagen kann. Schlägt durch, ich spiele hier. Sind die ja alle tot, ne? Die wollte man noch beantworten. Hier. Dann da. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Das ist eine Co-Drohung gegen diese Gruppe. Verbindet mich hier auch gleichzeitig, was ich wahrscheinlich mal zu schätzen weiß. Zu schätzen wissen werde. Der eine Drohung? Meiner Meinung nach ja nicht. Hier Spieler hat er allerdings eventuell den. Aber wenn ich hier spiele, dann hat er auch den. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Trotzdem, ich spiele mal hier oben. Den hat er. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, wenn er jetzt einfach nur leben will, kann er das so. Aber dann ist der auch noch Vorhand. Deswegen vermute ich fast, er spielt den und wir spielen dann weiter Co hier. Ja, da müssen wir noch mal gucken, was draus wird, ne? Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ich spiele hier. Er schlägt da. Ich spiele hier. Das wäre ja okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Oh, da hätte ich irgendwie einfach eine Überleitung in ein gewonnenes Endspiel schaffen können. Aber das wollt ihr ja nicht sehen, ne? Nine, eight. Die Gruppe hier lebt auch noch nicht so ganz, ne? Was ist denn, wenn ich hier spiele? Den. Hier spielen. Er hat den, den, den. Ich spiele hier. Nine, eight, seven, six, five. Töten wir die? Nine, eight, seven, six. Zumindest sollte ich da einige Koderungen geliefert bekommen. Was ist denn, wenn ich jetzt einfach hier spiele? Bleiben die doch tot, oder? Ja. Dann nehme ich die einfach schon mal mit. Sich dann doch irgendwie hier ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen, denke ich. Fand schon ein bisschen eigenartig, dass er Nine, hier direkt eight, eingestiegen ist, seven, wo er vielleicht six, five, einfacher, ich weiß nicht, ob es four, gereicht hätte, three, aber ich two, hatte da den Eindruck, zu one. dem Zeitpunkt sah es für ihn ganz gut aus, wenn er da irgendwie diese beiden Gruppen verbunden hätte. Und dann muss ich das ja immer noch zu Gebiet machen. Wenn ich da irgendwo hier spiele, dann hätte er hier von unten kommen können, von seiner Stellung aus. Der Stein stand ja hoch. Und wenn ich da spiele, hätte er immer noch da reingehen können. Jetzt jedoch ist Feierabend oder ist hier nicht Feierabend? Ich finde, es sieht nach Feierabend aus. Boah. Nine, eight, seven, six, five, four. Warum mache ich es mir immer so schwer? Das müssen wir noch rausfinden. Er gibt auf. Okay, vielen Dank für die Partie. Hui. Welcher war es? Irgendwo hier war was. Glaub, der hier. Da hätte ich mir eigentlich die Partie schon abschminken dürfen. Mit diesem Schuss ins Bein. Aber es war zum Glück ein glatter Durchschuss und es hat nicht den Rest der Partie entzündet. Gut, also, das seid ihr ja gewohnt auf diesem Kanal. Ne? Wenn es euch gefällt, dann schaut auch beim nächsten Video wieder vorbei. Wenn es wieder heißt, Steine im Weltall. Ciao. Ja, jetzt seid ihr ja eigentlich gewohnt, dass hier sofort die KI-Analyse kommt, falls ich nicht selber noch ein bisschen über die Partie nachdenke. Aber da das Video schon über 40 Minuten dauert und in der Analyse vielleicht noch ein paar interessante Sachen sind, die in diesem Fall vielleicht ein separates Video rechtfertigen, werde ich das mal so machen und morgen vielleicht nochmal ein kurzes Video mit der Analyse hochladen. Also ja, insbesondere halt diese Ecke hier, wie man das richtig weiterspielt, ob das bis dahin überhaupt schon okay war. Und dann vielleicht noch ja, ein paar taktische Abspiele in der Partie erklären. Und ja, ich hoffe, das wird euch dann gefallen und ihr seid nicht zu traurig, dass es nicht jetzt schon kommt. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.